Weithin sichtbar, malerisch auf einer Anhöhe gelegen, erfreut Behamberg das Auge des Betrachters. Aber nicht nur das, die westlichste Gemeinde Niederösterreichs gibt den Menschen, die hier leben, ein Zuhause. Umgeben von intakter Natur und Arbeitsplätzen direkt vor der Haustür bietet Behamberg idyllisch-dörflichen Charme einerseits, aber auch alle Anforderungen eines modernen Lebensraumes andererseits. Mit einem Wort, Heimat, wie man im Mostviertel so treffend sagt, a dahorm. Dieses Lebensgefühl, dieses Wohlfühlen und Zuhausesein in Behamberg, das soll nicht nur bestehen bleiben, sondern vielmehr noch gestärkt werden. Wie dies aussehen kann, das zeigt die Volkspartei mit ihren Visionen für Behamberg 2025. Eine gute Zukunft, und die beginnt bei den Jüngsten. Schon in den letzten Jahren hat die Gemeinde das Kinderbetreuungsangebot stark erweitert. Tageseltern, die Nachmittagsbetreuung, eine neue private Tagesbetreuungseinrichtung wie auch alleinbetreuende Mütter werden besonders unterstützt und gefördert. Ich setze mich dafür ein, dass unsere Familien selbst entscheiden können, wie die Kinderbetreuung für die eigene Familie am besten aussieht. Alle Varianten in Behamberg Platz finden und dadurch der tollen Familienzeit nichts mehr im Weg steht. Ich setze mich dafür ein, dass es in Behamberg auch in Zukunft tolle Angebote wie Ferienspiele und einen Kinderfasching geben wird. Sportbegeistert ist die Behamberger Jugend. Das zeigen 160 junge Leute, die derzeit beim ASV Reika Behamberg Heidershofen in verschiedenen Mannschaften aktiv sind. Weniger begeistert ist man dagegen von der mittlerweile zu kleinen und in die Jahre gekommenen Anlage. Die gute Nachricht? Die Gemeinden Behamberg und Heidershofen planen eine neue, zeitgemäße Sportanlage. Ich setze mich dafür ein, dass unsere vielen Kinder und Jugendliche eine gute Zukunft und eine tolle neue Sportanlage bekommen. Schenken Sie uns das Vertrauen, dass die neue Sportanlage für unsere Kids auch gut umgesetzt wird. Und damit die jungen Behamberger und Behambergerinnen nicht nur zum Sport, sondern auch gerne in die Schule gehen, steht auch die Sanierung der Mittelschule Ramingtal am Programm. Eine gute Versorgung in Sachen Gesundheit und leibliches Wohl an sich. Einen Arzt aufs Land zu bekommen, das ist nicht einfach. Umso mehr setzt sich Bürgermeister Karl-Josef Steg persönlich dafür ein. Er hat schon einmal bewiesen, dass es geht. Ich setze mich dafür ein, dass wir auch in Zukunft wieder einen Hausarzt haben. Beim Zahnarzt haben wir bewiesen, dass wir die zahnärztliche Versorgung sicherstellen können. Schenken Sie uns Ihr Vertrauen, damit wir auch in Zukunft wieder einen Hausarzt für Alt und Jung haben. Um in Behamberg auf allen Linien daheim zu sein, braucht es neben der Sicherheit einer ärztlichen Versorgung vor Ort unbedingt aber auch ein Geschäft. Mitte letzten Jahres ist der örtliche Nahversorger in Pension gegangen. Mit tatkräftiger Unterstützung einer Arbeitsgruppe rund um Bürgermeister Karl-Josef Steg konnte die Firma Gegenhuber das Geschäft in kleinem Rahmen weiterführen. Wie und womit soll Behamberg in Zukunft versorgt werden? Ja, ganz besonders liegt mir am Herzen, dass wir auch in Behamberg in Zukunft einen Nahversorger haben, der auch wirklich die regionalen Produkte von uns Behamberger Landwirte auch wirklich für alle zugänglich macht. Und weil aller guten Dinge noch immer drei sind, steht neben der guten Zukunft und der guten Versorgung ein gutes Miteinander im Fokus von Behamberg 2025. Behamberg besitzt ein pulsierendes Vereinsleben, das wesentlich zum Miteinander im Ort beiträgt. Allen Funktionären sei an dieser Stelle Danke gesagt, denn die Gemeinschaft und der Zusammenhalt im Dorf sind überaus wertvoll. Und deshalb unterstützt die VP Behamberg sowohl die örtlichen Vereine als auch die Feuerwehren und ist dort auch selbst aktiv. Weil wir aus allen Regionen, aus unterschiedlichsten Berufsgruppen, sowie auch Altersgruppen, sehr, sehr gute Leute haben und dafür für daheim in Behamberg das beste Team haben. Das gute Miteinander in Behamberg zeigt sich auch im Gemeinderat. Die VP Behamberg hat in den letzten Jahren bewiesen, dass wir nicht auf parteipolitische Interessen schauen, sondern auf Gemeinsames. Wir schauen, dass wir das Gemeinsame in den Mittelpunkt stellen und auf ein gutes Miteinander achten.
Ein Beweggrund, einer Partei die Stimme zu geben, sind die Kandidaten. Das Team der Volkspartei Behrenberg ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Und übrigens, dank Persönlichkeitswahlmodell können Lieblingskandidaten per Vorzugsstimme gewählt werden. Warum Sie der Volkspartei daheim in Behrenberg Ihre Stimme geben sollten? Weil Sie dann Ihr Behrenberg auch weiterhin in guten Händen wissen. Weil Karl Steg der beste Bürgermeister für daheim in Behrenberg ist. Ein Mann, dessen Herz für Behrenberg schlägt. Mit dem persönlichen Stimmzettel können Sie Ihren Bürgermeister Karl Josef Steg direkt wählen. Weil wir auf unser Daheim in Behrenberg schauen. Wir schauen, dass wir eine gute Zukunft, ein gutes Miteinander, eine gesunde Umwelt in unserer Gemeinde haben. Gemeinsam mit der Volkspartei und ihrem Spitzenkandidaten Karl Josef Steg für eine gute Zukunft, eine gute Versorgung und ein gutes Miteinander. Für ein Daheim in Behrenberg 2025.